Hallo und herzlich willkommen zu Real Politics 2. Neuseeland sind wir immer noch. Ja, es gab ein paar Tage keine Folge. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe versucht, mit Romy Zeit zu finden, dass wir zusammen drauf gucken können, dass ich ihr erzähle, was ich bisher so alles gemacht habe. Aber sowohl Romy als auch ich haben jetzt gerade irgendwie wenig Zeit und wir haben es einfach nicht geschafft, einen vernünftigen Termin irgendwie klar zu kriegen. Deswegen geht's jetzt erstmal ohne einen Kommentar von Romy weiter. Wir sehen aber zu, dass wir das die Tage mal hinbekommen. Tja, wo sind wir jetzt gerade? Wir haben letztes Mal irgendwie einen Ausblick darauf gemacht, wie es aussieht hier mit dem technologischen Fortschritt, also der Technologiesieg. Den können wir uns hier angucken. Ja, Siegbedingungen für Diplomatie ist auch noch so eine Sache, die irgendwie auf der Pfanne ist, aber Siegesbedingungen für Technologiesieg, da sind irgendwie vier Sachen, die wir erforscht müssen. Wir sind schon 25% drin und ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Also, das könnten wir eventuell hinkriegen. Wir haben unsere Wirtschaft einigermaßen im Griff. Wir bauen gerade etwas, eine Förderanlage für seltene Erden, dass das auch mehr wird. Wir sind dabei, freien Technologieaustausch für unseren Block zu erforschen. Und wir erforschen gerade Spionagebehörde, was uns schon einen Weg weiterbringt, weil das wird dann irgendwann in krumme Geschäfte übergehen. Und wir machen einige diplomatische Aktionen mit unseren Blockpartnern und ich lasse jetzt einfach mal die Zeit weiterlaufen und so. Dann gucken wir das an. Okay, wir haben umgesetzt, diplomatische Aktion nach Aktionspunkten fragen, wurde in Japan umgesetzt und in Australien umgesetzt und wir haben Australien nach Ressourcen gefragt. Wir haben jetzt mehr Metalle bekommen. Alles klar. Dann fragen wir mal, können wir hier positive Aktionen machen? Nein, können wir nicht. Achso, wir investieren und machen auch gerade Wohlwollen. Das habe ich letzte Runde irgendwie gestartet. Oh, und die Wahlen sind passiert. Also, Interventionismus haben wir im Moment 12. Interventionismus müssen wir erniedrigen, so wie das aussieht. So. Hier, also wir sollen auf 5, persönliche Kontrolle auf 2 und Militarismus nichts ändern. Diese Sachen hier, oh, links außen und das ist rechts außen, das ist links außen. Ja, ein bisschen haben sich die Regierungsplätze im Parlament verschoben, aber nicht wirklich viel. Okay, alle annehmen. Herzlichen Dank. Bisher hat das noch keine große Rolle gespielt, aber das wird es eventuell. So. Projekt freier Technologieaustausch wurde umgesetzt. Super. So, Blockintegration. Freier Technologieaustausch. Wir haben jetzt hier Patentschutz, den wir machen könnten für 2000 Aktionspunkte. Oh, AP-Unterhalt für Block-Anführerprojekte minus 5. Block wissenschaftliche Integration plus 15. AP-Unterhalt für Block-Mitgliederprojekte minus 10. Das gibt uns mehr Einnahmen, was AP angeht. Das ist nicht schlecht. Würde ich jetzt aber vielleicht noch nicht machen, sondern ich würde erstmal in der Physik weitermachen und den Laser erforschen. Wir müssen irgendwie zur Raumbasis kommen, nee, Raumstation kommen, also relativ weit hinten. Und dafür müssen wir erstmal einen Laser erforschen. Das gibt uns nur Punkte, aber auch keinen Unterhalt. Also werden wir jetzt erstmal ein Forschungsprojekt umsetzen und da ich Laserphysiker bin, finde ich es großartig, dass wir Laser erforschen. Ja, und das andere Projekt, Spionagebehörde, ist auch gleich durch und dann werden wir bei der Spionage weitermachen, um eins der Siegesbedingungen weiter zu umzusetzen. Wohlwollen erlangt haben wir bei Japan umgesetzt, dann würde ich doch mal sagen, können wir das jetzt, naja, wir müssen noch 15 Tage warten, um das bei Australien umzusetzen und wir investieren auch in unsere beiden Länder. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das kann echt was werden mit dem Technologiesieg.
Weil wenn wir all diese Sachen durchziehen, dann würden wir es wahrscheinlich längst vor den 100 Jahren, die eine Runde immer hält, hinkriegen. So, diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt und wir haben wohl einen Wohlwollenspunkt dafür bekommen. Können wir hier, na, Wohlwollen erlangen dauert noch 5 Tage. Und dann machen wir das auch mal. Oh, Spionagebehörde wurde umgesetzt. Können wir hier jetzt schon? Ja, wir machen mal Wohlwollen erlangen. Und Spionagebehörde wurde umgesetzt. Wo sind wir denn hier? Spionagewesen, genau. Wir müssen hier zu krumme Geschäfte kommen. Ach genau. Wir hätten auch... Ach, ich gehe jetzt einen Weg. So, Trainingszentren ist Regierung lähmen und wir kriegen einen Spionageplatz mehr. Und dann digitale Spionage, Hackerangriff und Trolle anheuern. Interessant. Oh, AP für Unterhalt aller Projekte Neuseeland minus 5. Ich hätte oben rumgehen sollen. Ha. Egal, wir machen jetzt hier weit. Wobei. 1, 2, 3, 1, 2. Also, hier unten brauchen wir relativ wenig. Was brauchen wir hier? Das kostet Unterhalt. Das kostet auch Unterhalt, aber nicht so viel. Und dann AP-Kosten für Unterhalt aller Projekte Neuseeland minus 5. Ah, das ist natürlich verlockend. Ja, ich mache mit Ausbildungsfarm weiter. Ach so. Genau. Ausbildungsfarmen. Unterhaltskosten 15. Ist natürlich echt eine Ansage. Aber wir holen uns das wieder rein. Ja, ja. Komm, das machen wir. Dauert 90 Tage. Ja. Und Leistungsgesellschaft und Vormachtstellung am Dienstleistungssektor sind auch Sachen, die relativ weit hinten liegen. Leider. Und unsere AP, wir haben endlich positiv, aber wir müssen weiter unsere Nachbarn fragen, so wie ich sehe. Ja, dauert noch 4 Tage, dann können wir das. Jetzt sollten wir es können. Blockaktion. Ich mache damit weiter. Das hat uns bisher, sind wir damit einfach wahnsinnig gut gefahren. Und gerade Japan hat 235.000 AP-Punkte auf Tasche liegen. Da würde ich gerne nach mehr fragen. Aber, tja. Blockaktion kann ich schon wieder... Nee, die haben zu wenig Öl. Jo. Ask for Governmental Assistance in Australien fehlgeschlagen. Okay, das kann ich nicht zur Seite ziehen. Okay, Fake News. Die uferlose Verbreitung von falschen Informationen über das Internet wird langsam untragbar. Es ist eine Sache, von ein manipuliertes Bild zu posten, das einen gigantischen Mond über New York zeigt, aber eine völlig andere, wenn Lügen und bewusste Manipulation von Fakten dazu benutzt werden, unsere Würdenträger zu demütigen. Wir halten täglich Beschwerden von unseren Abgeordneten. Sie fordern strenge Maßnahmen gegen die sogenannten Trolle, die sie in ein schlechtes Licht rücken. Sie brauchen eine dickere Haut. Ich rege mich ja auch nicht auf. Persönliche Kontrolle minus 2. Nee. Wir sollten unsere eigene Gegenkampagne ins Leben rufen. Kostet uns Geld, AP und Rohstoffe einmalig. Sie haben recht. Das Verbreiten von Lügen sollte bestraft werden. Persönliche Kontrolle plus 2. BIP-Wachstum minus 0,03 pro Monat. Unzufriedenheit, Zielwert und AP-Einnahmen gehen runter. Dann würde ich sagen, wir sollten unsere eigene Gegenkampagne ins Leben rufen. Und Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das ist ganz zauberhaft. Und nach AP-Punkten fragen in Japan. Japan wurde erfolgreich umgesetzt. Da haben wir 3000 bekommen. Sehr gut. Okay, und jetzt, naja, das dauert noch 50 Tage und Laser haben wir in 21 Tagen erforscht.
Neue Falschnachrichtenziele. Was für ein seltsamer Zufall. Offenbar hat die Internet-Fake-News-Kampagne ein paar neue Ziele. All ihre relevanten politischen Gegner wurden öffentlich vernichtet, indem man seltsame Gerüchte aus angeblich zuverlässiger Quelle verkündete. Ich bin sicher, sie werden mehr als erfreut sein, sie bei jedem Maßnahmen im Parlament zu unterstützen, solange man diese Nachrichten stoppen kann. Das sollte kein Problem sein. Beeinflusste Parteien 0, Punkte minus 50. Vielleicht nur noch ein wenig länger. Punkte plus 100. Ich würde sagen, ich verstehe diese Texte gerade nicht. Ich orientiere mich an den Sachen, die es gibt, als Boni und nehme die 100 Siegespunkte. Fertig. Mach's mir vielleicht damit auch ein bisschen einfach. So, und jetzt gleich haben wir unsere seltenen Erdenmine gebaut und dann müsste umspringen auf 57. Jawohl. Ist sie auch umgesprungen. So, ich mache mal gerade Pause und wir könnten sie wahrscheinlich aufwerten. Kostet uns 2500 Aktionspunkte, 2000 Geld, 200 Metall, 150 Öl, ein bisschen mehr Unterhalt und Rohstoffeinnahmen plus 15, also nur 5, wenn ich das richtig sehe. Umweltzerstörungsmodifikator plus 2%. Ja, ich werte sie einmal auf. Und die Ressourcen habe ich. Ich brauche noch ein bisschen mehr seltene Erden, habe ich das Gefühl. Ja, wie geht's gerade der Weltwirtschaft? Gucken wir da mal drauf. Die Weltwirtschaft ist ziemlich hoch und unser BIP-Wachstum ist... geht. Wir sollten eventuell die Steuern ein klein wenig senken. Gucken wir mal. Wir haben BIP minus 0,08. Gucken wir mal auf... So, ich senke es mal, dass wir 1 Prozentpunkt mehr BIP-Wachstum haben und dann ein bisschen weniger Geld einnehmen. Aber das hilft uns dann. Da senken wir ein klein wenig die Steuern. Ja, das gefällt mir. So, wie sieht's hier aus? Kann ich noch nicht fragen. Wie sieht es mit Ressourcen aus? Da sieht es bei euch immer noch mau aus. Okay. Laser wurde erfolgreich umgesetzt. Sehr schön. Gucken wir mal bei Physik. Der nächste wäre Astronautentechnologie. Ist okay von den Kosten her. Wir kriegen 100 Punkte. Und die AP-Produktionskosten für Einheitentypen Luftwaffe minus 3%. Ja, das ist jetzt nicht, so wahnsinnig spannend. Ich würde dann eher sagen, wir machen Blockintegration. Moment, ich gucke einmal Blockzusammenstellung. Ne? Wir haben jetzt... uns fehlt noch 5% wissenschaftliche Integration. Das heißt... Ja, das heißt, wir machen... also wir brauchen 70, damit wir Dinge wie Annexion machen können. Das heißt, ich würde Patentschutz machen, unterstützen Sie Patentschutzgesetze, um die wissenschaftliche Integration zu stärken. AP-Unterhalt für Blockanführerprojekte minus 10, wissenschaftliche Integration plus 15, das ist super. Und AP-Unterhalt für Blockmitgliederprojekte minus 10. Das ist richtig gut, das gibt uns mehr AP-Einkommen. So, und dann geht's direkt mal weiter. Hier kann ich noch nicht fragen. Ressourcen sind noch nicht aufgefüllt. Hier dauert es noch, bis ich positive Aktionen mit denen durchführen kann. Okay. Ja, wir bauen unsere seltenen Erden aus. Das sieht alles ziemlich gut aus. Huch. Sieht alles ziemlich gut aus. Ich glaube, wir kriegen das mit dem Technologiesieg bald hin. Und unser Index menschlicher Entwicklung ist auch, steigt auch immer weiter. Gut, solange wir jetzt Spionagesachen und so machen, nicht, weil das keinen Bonus darauf bringt, aber da werden wir auch bald wieder in eine andere Richtung gehen. Oh,
Verschwendung nationaler Rohstoffe. Oppositionelle Stimmen gegen unsere Teilnahme am globalen Spendensammlungen werden in unserem Land immer lauter. Unsere Gegner behaupten, dass wir nationale Reserven verschwenden und den allgemeinen Wohlstand unserer Bürger regelrecht verschleudern. Mit ihren politischen Methoden erreichen sie eine große Zahl an Menschen, die nun Druck auf uns ausüben, damit wir uns aus diesem Ereignis zurückziehen. Den Leuten fehlt der Weitblick, der Horizont endet eben nicht an ihrem Gartenzaun. Es gibt Unzufriedenheit und Interventionismus. Ja, das erste, mit der Unzufriedenheit komme ich klar. So, Ausbildungsfarm wurde umgesetzt. Hohe Unzufriedenheit. Oh, 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 okay. So, Dunedin, was machen wir da? Umweltschützen, wie sieht's aus? Provinz Umweltzerstörung. Da müssen wir weiter die Umwelt schützen. Christchurch wird auch die Umwelt geschützt. Und Wellington. Laufende Provinzaktionen, keine Provinzaktionen. Und da haben wir auch 25 Unzufriedenheit. Also, Provinzaktionen, gesellschaftliche Aktionen, Festival. Minus 10% Unzufriedenheit. Provinz BIP plus 1. Ja. Machen wir das mal. Und wir haben ein freies Projekt, einen freien Projektplatz bei der, beim Spionagewesen. Da gehen wir in die nächste Richtung, nämlich Abhören von Kommunikationsanlagen. Fernmeldeaufklärung wird nicht nur unseren Agenten, sondern auch unseren Forschern helfen. Es ist einfacher zu kopieren, als etwas Neues zu erschaffen. Oh Gott. AP-Kosten für den Unterhalt von aller Projekte Neuseeland minus 5. Rohstoffeinnahmen aus Gegenspionage plus 2. Wir haben nur leider im Moment keine Spione. Aber wir haben im Moment jede Menge AP. Und wenn ich meine lieben Blog-Kollegen frage, haben wir genug AP, dass ich mir vielleicht mal einen Agenten holen könnte. Das mache ich mal, glaube ich. Na, erstmal starten wir das Projekt. Ja, das Projekt ist gestartet und ich guck mal in Australien. Machen weiter mit Blockaktionen. Könnt ihr mir bitte AP geben? Ja, könnt ihr. Und ich investiere Punkte, um die Chance zu erhöhen. Dasselbe in Japan. Ich hätte gerne Aktionspunkte von euch. Ihr habt jede Menge. Sehr schön. Und ich möchte gerne eine positive Aktion machen, nämlich möchte investieren. So, und in Australien möchte ich erstmal fragen, ask for resources, das können wir wieder, das heißt wir fragen nach Rohstoffen und ich mache eine positive Aktion, ich investiere, jawohl, okay. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance für AP-Punkte wurde erfolgreich in Australien umgesetzt, sehr gut. Mehr Aktionspunkte und mehr Aktionspunkte von Japan. Wieder 3000 mehr. Und wir haben nach Ressourcen in Australien gefragt und die haben wir auch bekommen. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Unser Wachstum ist auf 0,1%. Huh. Bevölkerung 63, Bevölkerungswachstum 0,12. Okay. Steueranteil, wo sehe ich meine... hier sehe ich das. Arbeitslosenquote 1%, Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,05. Das ist ziemlich gut. Und... ach. Beitrag zur Spendensammlung. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnung für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Wir werden dafür sorgen, dass es sich auszahlt. Geben wir 600. Investition wurde in Japan umgesetzt und wir kriegen einen Wohlwollenspunkt. Oh. Und wir wissen nicht, ob es in Australien funktioniert hat. Festival wurde erfolgreich in Wellington umgesetzt. Sehr, sehr schön. Wie sieht es denn jetzt hier aus?
Unzufriedenheit. 9. Okay. Wir haben ein Festival veranstaltet. Was können wir noch machen? Was ist denn Propaganda? Könnten Propaganda streuen, um die Unzufriedenheit in der Provinz runterzukriegen. Ich glaube, ich mache das mal. For Science. Keine Ahnung, was das genau ist. Das machen wir mal. Hier müssen wir auf jeden Fall weiter die Umwelt schützen, so leid es mir tut. Der müsste runtergehen, weil wir da Umwelt schützen haben wir im Moment am Laufen und die müsste runtergehen. Gucken wir gleich mal. Russische Separatistenbewegung. Seit Jahrzehnten unterdrückt Russland zahlreiche ethnische und religiöse Minderheiten. In den letzten Jahren schien sich die Situation zu beruhigen, doch es ist nun wie es sich nun herausstellte, war das bloß die Ruhe vor dem Sturm. Verschiedene Terrororganisationen, Separatistenbewegungen und ethnische Autonomien konnten heimlich genügend Unterstützung und militärische Stärke mobilisieren, um die geballte Macht der russischen Armee herauszufordern. Wir räumen ihnen zwar kaum eine Chance ein, doch immerhin haben sie Russland offen attackiert. Wir können die Lage getrost als zweiten russischen Bürgerkrieg bezeichnen. Wir sollten die weiteren Entwicklungen in diesem Konflikt unbedingt überwachen. Neues Land aus Kultur. Okay. Oh. Ganz viele Splitterländer haben sich gebildet, plötzlich. Hier. Neumoldawien. Interessant. Interessant. Huiuiuiui. Können wir nochmal weiter rauszoomen? Oh ja. Oh ja, da hat sich ein bisschen was getan hier. In der Ecke. Das ist ja spannend. Okay. Und da brechen Kriege aus. Oh Gott. Oh Gott. Alle gegen Russland. Meine Fresse. Oh, und unser BIP-Wachstum ist nicht so dolle. So, hier. Mittelmäßige Zerstörung. Provinz-Umwelt-Zerstörungsmodifikator 0. Schmutziger Kampf. Der Wettbewerb innerhalb der Spendensammlung ist erbittert und alle geben ihr Bestes, um die Spitze zu erreichen und zu gewinnen. Aber faires Spiel und Beitragszahlungen sind möglicherweise nicht genug, um die Oberhand zu behalten. Wenn wir ein wenig den Schmutzkübel in Richtung unserer Mitbewerber schwingen, können wir unsere eigene Popularität steigern und falls nicht, können wir so immerhin die Popularität unserer Gegner einen Schlag versetzen. Ja, das hatten wir jetzt schon öfter. Ja, konzentrieren wir uns auf unsere karitative Natur, anstatt auf unsere Mitbewerber zu konzentrieren. Kostet uns AP und Geld, aber das bin ich gewillt auszugeben. Ja, und wir müssten eigentlich noch, ja, wir sind immer noch Rang 1. Aktion Propaganda wurde erfolgreich in der Provinz Wellington umgesetzt. Cool. Was sagt denn jetzt Wellington? Unzufriedenheit Zielwert 0, Provinzunzufriedenheit 12. Okay. So. Ja. Ich denke, dann müssen wir jetzt mal Christchurch, da haben wir Provinzprojekt, da werden wir das aktuelle Aktion in der Provinz beenden. Verwerfen. Und dann machen wir hier ein Provinzprojekt und zwar ein Festival. Und Dunedin, da machen wir auch das Provinzdings weg und machen eine Provinzaktion, Gesellschaft und ein Festival, um die Laune zu heben, liebe Freunde. Jawohl. So. Zeit wieder losgehen lassen.
und unsere Projekte laufen. Es ist so abgefahren mit den vielen Kriegen, die jetzt plötzlich angefangen haben. Und wir werden bald dabei sein, dass wir einen Schritt weiter sind, um diesen, um den technologischen Fortschritt zu erreichen. Portugal hat sich im Block angeschlossen, Verbündete von Spanien, okay. Und Paraguay hat sich Mexiko angeschlossen. So, noch 11 Tage, dann ist das umgesetzt. Oh, und ich mache nochmal Pause. Blockaktion. Ich kann wieder nach APs fragen und das tue ich auch. Voller Freude. Positive Aktionen, muss ich noch ein bisschen mit warten. Japan fragen wir auch nach Aktionspunkten. Die haben nämlich einen ganzen Haufen da liegen und benutzen sie nicht. Ja. Und dann demnächst wieder investieren und Wohlwollen erlangen mit diesen Ländern. So, Aktionspunkte von Japan bekommen, hat funktioniert. Von Australien ebenfalls. Was ist hier passiert? Djibouti hat den Block verlassen, Türkei. Okay. Positive Aktionen, einen Tag noch. Ah. Oh. Irgendjemand spielt hier nicht fair. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass einer unserer Mitstreiter im Spendensammlungsplan ein Mitglied des Komitees bestochen hat. Wenn das wahr ist und er damit erfolgreich ist, erlangt er damit zweifellos einen Vorteil gegenüber uns und den anderen Teilnehmern. Wie sollten wir ihn beschuldigen und damit in die Öffentlichkeit gehen? Wir müssen unsere Agenten entsenden und Beweise finden, wenn wir irgendwas damit erreichen wollen. Das will ich nicht versuchen. Lassen wir es bleiben. Abhören der Kommunikationsanlage wurde erfolgreich umgesetzt. So, und hier können wir jetzt endlich investieren. Das tue ich. Und in Japan möchte ich investieren und Wohlwollen erlangen. So, nächstes Projekt. Spionage ist abgeschlossen. Wenn wir im Spionagewesen gucken, ist dann das nächste krumme Geschäfte. Das ist eine Siegesbedingung und das erforschen wir mal. Dauert relativ lange, aber das machen wir und dann haben wir einen Haken weg. Und ich habe jetzt gerade wieder Aktionspunkte bekommen. Leerer Spionageplatz. Spionagelimit. Wir haben keinen einzigen Agenten und ich würde einfach mal einen einstellen. Das kostet uns 3000 Aktionen. Ne, Militärstab? Spione. Ich würde einen Spion mal einstellen für 3000 Aktionspunkte. Und da haben wir einen. Und was wir mit dem anstellen, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da. Schreibt, wie es euch gefallen hat in den Kommentaren. Und vielleicht überlegt ihr euch, ob ihr den Kanal abonniert. Auf jeden Fall einen ganz zauberhaften Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.